Es ist der 26. Oktober 2022. Ja, ich halte GMX hier für sexistisch. Warum? Hier ist ein Beitrag vom selbigen Datum von dieser Sängerin hier. Der Name kommt in diesem Beitrag 7-mal vor. Dazu zähle ich nicht das hier, wo das hier steht mit dem viralen Hit, weil das ein anderer Beitrag ist, aber sonst kommt der Name hier 7-mal vor. Also hier oben, hier und dann das hier habe ich jetzt hier nicht mitgezählt. Aber sonst halt überall im Text. Ja, und was mir hier auffällt, das hier habe ich auch nicht mitgezählt, weil der Beitrag da schon zu Ende war. Aber halt bis hier. Jedenfalls der Name, der vollständige Name, kommt 7-mal vollständig vor. Das bedeutet, da steht dann nicht wie üblich am Anfang und vielleicht mal zwischendurch der volle Name des Protagonisten hier, sondern hier steht immer Lena Meyer-Landrut, immer. Da steht nie Meyer-Landrut, sondern immer Lena Meyer-Landrut, immer. Das ist abgesehen davon, dass ich das so an sich gut finde, weil ich finde, wenn man nur den Nachnamen nennt, finde ich das immer so unwürdig, wie das ja zahlreiche Medien machen. Eigentlich alle immer nur so den Nachnamen nennen. Das klingt immer so, das liest sich immer so eiskalt, so unwürdig, so. Ja, das ist seit Jahrzehnten gang und gäbe, das heißt ja nicht, dass es gut ist. Jedenfalls bin ich der Meinung, dass ein und dasselbe Medium, hier GMX, gleich handeln sollte, also ihre Beiträge gleich gestalten sollte, also bei jedem, egal wen, ob Deutsch, Ausländer, sonst war es ein bisschen weniger bekannt, ein bisschen mehr. Entweder nennt man bei jedem immer den vollständigen Namen oder eben nicht. Hier wird immer der volle Name genannt und hier ist auch ein Beitrag. Ist jetzt kein Deutscher, aber ist hier egal. Matthew Perry, hier steht zum Beispiel Perry. Ja. Und hier auch Perrys. Hier nochmal. Also mehrmals steht da nur sein Nachname von Matthew Perry. Und hier, das ist nochmal das zweite Beispiel, der Christian Bale. Hier mehrmals, dreimal nacheinander, glaube ich, sein voller Name. Hier steht dann das erste Mal nur sein Nachname. Hier auch nochmal sein Nachname. Und hier auch nochmal sein Nachname. Und weißt du, Kuckuck, wo noch? Endet ja dann auch, wie man sieht. Ja, hier tatsächlich nochmal. Ja. Ich meine, ich könnte jetzt noch gucken, es gibt sicherlich noch einen deutschen Mann und wahrscheinlich auch eine deutsche Frau, oder zumindest eine, die in Deutschland bekannt ist, wie hier diese Ekaterina. Das ist, glaube ich, keine reine Deutsche. Ist ja egal. Die Frage ist nun, warum tut man hier bei der Meyer-Landrut 7-mal immer der vollständigen Namen schreiben? Bei allen anderen, bei den Männern, gut zugegebenermaßen auch bei den Frauen, aber warum gerade da? Aber was ist das für eine... Das ist doch bestimmt eine Frau, die den Artikel hier geschrieben hat. Ja, kann ich jetzt nicht lesen, steht jetzt hier nicht da. Aber warum gerade hier? Warum? Also ich halte das für sexistisch. Oder zumindest nicht neutral, oder beides. Warum wird bei ihr immer der volle Name genannt? Es hat diejenige, oder ich vermute mal, es ist eine Frau, die das hier geschrieben hat, den Bericht, den Artikel. Ist die irgendwie befangen oder so? Also nicht neutral in Bezug auf die Person hier? Also ich verstehe es einfach nicht. Ich finde das irgendwie abartig.